Los geht's! Wo bist du her? Die sehen nach Rebellen aus, ja. Du bist von hier? Ja, aber so habe ich das noch nie gesehen. Ist eine spannende Stadt. Nur von Weitem. Wer ist das Ziel? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Zerek Besh. Die sind neu, haben Geld und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihnen. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber in seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Der Passwortknacker. Ich hoffe, du und dein kleiner Freund seid so gut, wie Bram sagt. Dein Halt. Mach uns alle reich. Ich kenne den gar nicht. Oder Questgegenstand. Damien, wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schleichst dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Wenn man einen Gangsterboss wie Sliro angreift, muss man es ernst meinen. Okay, nächste Quest. Warum ist dann U-Shop? Was denn? Nee, den kriege ich jetzt nicht an. Genieß die Aussicht, Nix. So oder so, das ist das letzte Mal, dass wir das sehen. Oh, hoffentlich geht es Bram gut. Er hat mir so viel beigebracht. Und wie habe ich es ihm gedankt? Er hätte ja auch Nein sagen können. Sieh dir Brams Fähigkeit mit Tapper an. Will ich doch gerade. Experten. Tab. Ach, hier. Okay. Was haben wir denn freigeschaltet? Kantinerschlägerei. Okay. Und Schlossknacken. Ah, das haben wir von ihm. Wir können jetzt hier beschwatzen. Ermöglicht Kay schnell auf alle möglichen Gegner zu reagieren und deren Reaktion zu verlangsamen. Drücke bei der entsprechenden Aufforderung E, um den Gegner kurz abzulenken. Das klingt gut. Fortschritt verfolgen. Mhm. Gepanzertes Unterhemd erhöht Kays maximale Gesundheit. Okay. Ja, ja, warum nicht? Das sind jetzt bloß Sachen, okay. Und hier, Passwortknacker. Ah, da kann ich mich rüberschwingen. Halt dich fest, Nix. Wir müssen klettern. Jetzt kommt ja alles. Zum Glück kein Ausdauerbalken. Daniel, ich sehe da vorne einen Turm. Könnte mein Zugang sein. Du bist die Diebin. Wir sind in Position und warten. Mhm. Dann schauen wir mal. Achso, ich habe keine Munition mehr dafür, kann das sein? Nicht runtersehen, Nix. Okay.
Denyen, ich sehe das Anwesen. Wie reich ist dieser Sliro doch gleich? Er gehört klar zu den reichsten 5 im Outer Rim. Sliro hat Zerek Besh von Grund auf aufgebaut und das ist nicht billig. Es ist sein persönliches Verbrechersyndikat. Aber das ist auch schon alles, was über ihn bekannt ist. Du hast einen guten Riecher für Ziele. Wenn du reich werden willst, dann musst du dahin gehen, wo das Geld ist. Also spielt sich auch bisher sehr fluffig, muss man sagen. Okay, aber ich glaube, da hat Ubisoft einfach mal die Assassin's Creed-Formel. Hier oben sieht Kanto ganz anders aus, oder, Nix? Kaum zu glauben, dass wir diesen Ort endlich verlassen. Es ist... keine Ahnung. Gut, wir wollten die Chance auf einen großen Wurf. Das ist sie. Oh, okay, Damien. Ich bin auf Position. Wir starten das Feuerwerk. Geh rein. Ich gebe Alarm! Das kann man bestimmt von halb Kanto aus sehen. Sind dort entlang! Findet sie! Drücke B und mit Hilfe... okay, näher zu offenbaren. Hast du was, Kleiner? Ich darf uns nicht sehen. Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Wenn du dich kannst du mit T pfeifen, um Gegner anzulangen und die mit V. Okay. So was Hübsches haben wir noch nie ausgeraubt, was? Augen offen halten. Muss ja hier hin. Ach. Siehst du was? Ist gut. Da stimmt was nicht. Haltet die Augen auf. Hier ist nichts. Ich trau mich irgendwie gar nicht. Soll ich das nicht hochhängen? Show-Einlage. Sieht komisch
Schmeckt aber besser. Könnte das hier richtig sein, was wir machen, oder? Daniel, ich bin dran. Nimm den Turbolift. Das ist der direkteste Weg zu Sliros Tresorraum. Ja, ja, Schnupfen kann definitiv tödlich sein. Das stimmt. Achtung. Was ist er denn? Hallo? Mach mal auf, Kumpel. Ach, der ist schon da. Okay. Mach die mal auf. Nicht alles umkippen hier. Okay, Energiebarriere. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Mhm. Nix, such den Generator. Oh, was nix alles kann, ey. Was wollen reiche Typen immer mit alten Schiffen? Tja. Rhodiumring, das klingt wertvoll. Hm, Blasterspuren. Was ist hier passiert? Was ist das? Oh Gott, ein Scanner. Was? Wir müssen sie umgehen, Nix. Das ist der Turbolift. Und natürlich hat er auch eine Barriere. Das wird nicht am Haupttor vorbeikommen. Hat irgendjemand Sliro benachrichtigt? Glaub mir, er weiß Bescheid. Hey, öffne den Schacht. Ah, guck mal, da sind die Leitungen. Ist mal eine andere Form. Siehst du was? Ist hier jemand? Nix. Da drüben. Das ist ja, der ist so goldig. Ja. Blähungen wären hier überhaupt tödlich.
gar nicht, ob ich richtig laufe. Siehst du was? Gut, die Barriere sollte deaktiviert sein. Okay, Sicherungspunkt erreicht. Jetzt müssen wir natürlich das ganze Ding wieder zurück, ne? Es hat aber was, ne? Es sind unterschiedliche Aspekte hier in dem Spiel. Aber ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Man hat ja große Erwartungen, ne? Was dann vielleicht... Aber ich kann mir vorstellen, dass wir keine... Kräfte bekommen. Ist jemand in der Nähe? Hast du was, Kleiner? Ja, spielt sie auch halt butterweich. Gut. Mag mitunter auch an der Technik liegen. Will ich gar nicht verhehlen. Keine Ahnung, ob wir den erwischen hier. Was siehst du? Was geht hier vor? Hat sie dich mitgekriegt? Nix. Es ist Showtime. Warum tut es das? Okay, zeig mal her. Beschwatzen. Plappermaul. Ach, jetzt haben wir Beschwatzen gelernt, weil wir abgelenkte Gegner, okay, und besiegende Gegner in... Ah. Ja, dann schalten wir es frei. Schadet ja nicht. Sehr gut. Fortschritt verfolgen. Hier brauchen wir bloß noch Tücher. Okay. Können jetzt bei Händlern ausgegeben. Gut, das kriegen wir alles hin. Früher oder später. Mit ziemlicher Sicherheit. Gut. Aber wir sind... Los, der Tresorraum wartet. Ja, doch. Der Tresorraum ist das Ding da, hä? Nee, ist das hier, hä? Ah. Fährt automatisch. Daniel, ich bin im Turbolift. Beeil dich! Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist Sliros Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja, nur noch mehr Serik Besh. Warte mal. Was? Du hast nix. Hm, da ist er. Der Tresorraum. Okay, es war nicht so gewollt. Ich war gerade ein bisschen in Panik. Thank you.
Das ist hart. Wir haben Blasterfeuer innerhalb des Anwesens. Hallo! Ich brauche Verstärkung am Tresorraum. Da braucht keiner Verstärkung. Zum entriegelt Hecken. Ach du Scheiße. What? Oh, bitte nicht. Ist das so ein... Die Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet, Daniel. Der Weg ist frei. Geh zum Tresorraum. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns dann drin. Es wäre alles nicht so geheuer. Wow. Hi. Ja, ich muss da rein. Daniel, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist beim TT-8L. Gut, das Passwort ist Grandiocha. Was auch sonst. Hey, komm zurück. Ich weiß, dass du da drin bist. Mama Guido. Grandiocha. Hallo? Tresorraum. So sieht also richtiges Geld aus. Kriegen wir die Waffeln? Was sind das für Waffen? Machen wir ihn auf. Oh, Passwortknacker wurde entfernt. Da ist kein... Da ist irgendwas anderes drin. Du bist nicht Zarek Besh. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig. Der Code war gut. Asara! Gefunden? Nein. Aber die Sache mit Sliro und Zarek Besh... Sie ist wahr. Wir müssen los! Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind. Versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Sattel sind Rebellen. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Ja. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Wenn ihr nicht... Wehe, die nehmen uns nicht mit. Augen auf, Kay. Es geht los. Bringt Glück. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Du bist ziemlich jung für eine Diebin. Ich... Wo bist du? Hab's vermasselt. Vorsicht! Hey! Willkommen zurück. Und? Was hast du gelernt? Es ist nicht immer jemand für dich da.
Schlaues Mädchen. Okay, ich kann's erklären. Du musst Sliro sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Zerik Besh? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Erschießt sie! Ich darf hier nicht leben draus! Oh, du bist immer da, wenn ich dich brauche, Nix. Okay, okay. Wie komme ich hier raus? Okay, ziehen wir's durch, Nix. Bühne frei, Nix. Okay. Hier rausgeben. Nix, verkriech dich! Nix, mach keinen Mucks. Ich will ein Todesmahl an ihr, sofort! Ein Vermögen für den, der mir ihren Kopf bringt. Es wird keinen Ort in der Galaxis geben, an dem sie sich vor mir verstecken kann. Okay. Da habe ich gar nichts gemacht. Bitte sei kein Müllschlucker. Nix, nimm das Bagda. Oh, schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist, Nix. Das ist mehr als nur Pech. Oh, sieh nur. Das ist das alte Schiff. Neuer Plan, Nix. Wir stehlen es. Oh ja. Wir fliegen hier raus. Ja. Ja, das klingt für mich auch gefährlich. Das machen wir. Ich werde langsam nervös. Siehst du was? Nur für den Fall. Haltet sie auf! Nix, jag es hoch. Hält mir nicht. Hier stimmt was nicht. Oh. Nix, die Tonne da. Aufgepasst. Warte, was? Das wirst du nicht überstehen. Ich sehe doch nichts, Mann. Schau mal ein. Haben wir noch irgendwas anderes hier? Und eine Waffe. Guck mal hier. Jawohl, so muss das.
Alter, wird das wieder. Okay, schnell rein. Ist wie Gleiterfahren, oder? Hm? Nein. Der war's nicht. Tut mir leid. Ich muss steuern. Ha, na also, die Barriere ist weg. Und los geht's. Alter Verwalter, das schwimmt. Okay, ich, bitteschön. Y-Achse. Was knapp. Alter. Ach, fast geschafft. Puh. Weg hier. Die Steuern meinte ich, die Richtung war verbogen. Oh, das Raumschiff ist kaputt. Alles gut. Alles gut. Und ich dachte, wir hätten jetzt ein Raumschiff. Schon. Oh, hallo. Ich dachte, du gehörst zu denen. Hä? Ich bin doch gerade erst angekommen hier. Viele neue Freunde heute.
Wir müssen das nicht tun! Ohne die Beute gehen wir hier nicht weg. Okay. Puh, gar nicht mal schlecht. Gute Arbeit mit diesen Banditen. Wer bist du und was willst du? Gut, du bist sauer wegen dem Rohr. Ich dachte, das hätte niemand überlebt. Aber du lebst, also helfe ich dir. Ich brauche keine Hilfe. Ich verschwinde von hier. Und wie? Du bist fremd hier und dein Schiff fliegt in diesem Zustand nirgendwo hin. Aber du hast Glück. Ich bin Mechanik. Und was wird mich der Spaß kosten? Naja, einiges für Ersatzteile. Aber Toshara ist ein toller Ort für Leute mit deinen Fähigkeiten. Es gibt diesen Pike-Unterboss namens Gorak. Sprich mit ihm. Und der gibt mir Arbeit. Verstehe. Nimm den Gleiter aus dem Schiff und fahr nach Miroganer Stadt. Wenn ich zurückkomme und mein Schiff ist ausgeschlachtet, finde ich dich, Wacka. Ich heiße Wacka. Finde ich dich, Wacka. Na schön. Schauen wir mal. Haben wir irgendwas liegen lassen hier? Aber ja, eine schöne Schneise gezogen. Wow, schick. Okay, Moment. Ich will erstmal gucken, was wir hier auf dem Schiff haben. Ich nehme mal an, nichts. Und das macht der halt heile hier, ne? Okay. Wow, das ist ordentlich Wumpf hinter. Oh. Ach du Gott, der hat hier ein... das wird kompliziert. Das Schiff, fliegen zu den Kernwelten und drehen ein großes Ding. Ah, das funktioniert auch hier. Okay. Geht nicht? Zugangsbeschränkter Bereich. Entschuldigung. Jawohl! Ach, die kann ich nicht mitnehmen. Oh. Ich kann nur meinen Gleiter. Okay.
das sieht hier geil aus hier. Bist du da? Funktioniert der Funk? Ja, also diese Banditen sind immer noch hinter mir her. Hartnäckig. Flieg nach Mirogana. Das ist Pike-Gebiet. Und, wie soll ich dich nennen? Ich bin Kay. Alles klar, Kay. Du findest Gorak oben im Makal. Das ist die beliebteste Kantine in der Stadt. Du kannst sie nicht verfehlen. So, was haben wir denn hier? Ui, ihr seid hier niedlich. Sammelgegenstände, ach du Gott. Oh, hallo. Oh, nix. Sei brav. Hey, lasst mich durch hier. Alter. Lass mich doch raus, Mann! Ist da drüben? Ah, Imperium, eindeutig. Oh, das ist eine Haltestelle. Geil. Oh, halte ich euch auf? Das tut mir aber leid. Ich hätte vielleicht anders packen sollen. Ja. Weiter geht's. Wow, sieh dir das an. Das muss Mirogana sein. Sag schon, Wacka, was springt für dich dabei raus? Es gibt doch eine Kappe. Wohltätigkeit. Wohltätigkeit? Weißt du, was das für ein Schätzchen ist? Eine EML 850. Komplett umgebaut. Und in den Logs habe ich sogar einen Namen gefunden. Die Bahnbrecher. Die Bahnbrecher? Und? Dieses Schiff ist etwas Besonderes. Ach egal, das verstehst du sowieso nicht. Besorg mir einfach neue Treibstoffinjektoren. Dann können wir wenigstens fliegen. Schon gut, schon gut. Ich überleg mir was. Alter, ist das riesig. Ich bin sauber, wenn Sie das meinen. Keine Schmuggelware. Das beurteile immer noch ich. Zeigen Sie her. Bei Sereno terrorisiert haben, schwere Verluste zugefügt. Da muss ich hin, okay. Was nun? Oh oh. Weisen Sie sich bitte mal aus. Oh, klar. Sicher. Sie sind Thorin Valarionup? Das bin ich. Mhm. Alles klar. Gehen Sie weiter. Wer bin ich? Die Ausweise, die wir geklaut haben, ne? Zum Glück habe ich die gefälschte ID-Karte. Nix. Hol die Beute. Toll gemacht. Gott. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Ja, warum nicht?
Es ist das putzige Tierchen. Absolut putzig. Dankeschön. Naja, okay. Immerhin nicht komplett down. Ich bin nur auf der Durchreise. Verlucht. Was für eine Zeitverschwendung. Du kennst die Regeln. Keine Kredits, kein Sab. Ist nichts passiert. Danopa Hilta. Jabait tuta wajok yama. Tuta boska uchiji puno. Shama tadridak, tisa yama. Sunsa grandio duo. Schnellreiseziel, okay. Mal gucken, wie das danach noch funktioniert mit den Schnellreisen. Ach komm, hier können wir. Wir wetten mal kurz, ne? Wer sieht heute am schnellsten aus? Da ist Kometenschweif, der Neuling, der gerade in aller erholt, kerngesund, energiegeladen. Der Unfall von letzter Nacht schwirrt sicher noch in den Köpfen unserer Gute Quote. Kredits sind Kredits. Wir probieren's. Und jetzt beginnen die Vorbereitungen für das nächste Rennen. Lila, komm! Ein fantastischer Start und die ersten Plätze sind schon besetzt. Mann von Nabu ist heute in sagenhafter Form. Hicka, zoom das in hier, zoom hier! Auf der Bahn ist wirklich jeder mit Feuereifer. Das ist ganz hinten, Mann. Mann von Nabu gewinnt! Das war wieder eine große Chance. Wie konnte das passieren? Ganz einfach. Ich habe mir schummelt. Was jetzt? Was ist jetzt los? Kometenschweif schlägt schon gegen die Startbox und ist startklar. Was ist denn da jetzt? Warte mal. Jeden Moment kann das Rennen beginnen. Nix. Da. Hey, hol's dir. Guter Junge. Auch voll, Mist. Okay, weltweiter Highscore. Du bist den Aufwand nicht wert. Hey, du willst doch bei den Pikes mitmachen. Ah? Hey, willst du Gorak treffen? Den Pike und der Boss? Ich habe eine Spezialeinladung in seine Privaträume. Sonst kommt man da nicht rein. Wäre das was? Ich mach dir ein Angebot. Einladung kaufen. Freischaltbedingungen prüfen. 50 Credits. Ja, komm. Ja, das wäre super. Oh, perfekt. Danke. Viel Spaß da oben und grüß ihn von mir. Ja, wahrscheinlich fast fake. War nix. Hat nur angerempelt.
Hey, ich muss mit Gorak reden. Du siehst nicht aus wie ein Pike. Und ohne Einladung kommst du nicht nach oben. Na, zum Glück habe ich das hier. Eine Spezialeinladung. Da hat dich jemand aufs Kreuz gelegt, Kleine. Spezialeinladung. Oh, das war nur ein Test eurer Sicherheit. Gorak wird... Ach, vergiss es. Mist. Unnötig Geld ausgegeben. Hey, nur für geladene Gäste. Ich bin sowas von geladen, du. Das Bedienfeld macht immer Probleme. Und wir haben gerade erst den neuen Liftantrieb drin. Ärger mit der Technik? Falsch verdrahtet. Das wirkt sich sogar auf den Turbolift aus. Ach ja? Ich kann's mir mal ansehen, wenn du willst. In der Kantine zu Hause habe ich bei sowas auch immer geholfen. Ich kenne dich nicht. Also, nein. 150, dann finde ich langer Weg. Jetzt schon. Also, vielleicht nächstes Mal? Es bleibt bei einem Nein. Dann finden wir einen anderen Weg. Ach, hey, was ist da hinten? Nur große Nummern. Hör mal, Kumpel. Ich bin aus Kanto. Und da bin ich die größte Nummer überhaupt. Hau ab. Hat nicht geklappt. Wie könnten wir da rein? Das haben sie jetzt sehr lebhaft gestaltet. Glaubwürdig. Das ist was Feines, Mix. Gut gemacht, Kleiner. Na, wer sagt's denn? Aber gemeistert. Na gut, dann also auf zu Gorak. Sieht aus wie ein Unterboss. Das ist Gouverneur Tordens Stadt, nicht ihre. Schaff ihn raus und sag dem Gouverneur, es bleibt bei den Zahlungen. Dich kenne ich nicht. Was? Suchst du nie neue Freunde?
Ich habe genug Freunde. Ja, aber dass ich mit dir rumhänge, ist kostenlos. Der ist witzig. Wacker schickt mich. Er sagte, du hast Arbeit? Das ist bedauerlich. Hey, warte! Was ist dein Problem? Schlau genug, um sich hereinzuschleichen? Dumm genug, Wacker zu erwähnen. Du kennst diese Welt nicht. Komm wieder, wenn du es tust. Völlige Zeitverschwendung. Guter Junge. Was hat er denn geklaut? Goraks Ring.